Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft. Ich wollte gerade Destiny sagen. Ja, ist problematisch bei so vielen Projekten, dass wir immer auch überlegen müssen, welches Spiel haben wir jetzt, was spielen wir gerade. Aber das sieht ja sehr nach Destiny aus hier, deswegen ist es mit Sicherheit Destiny. Ja, ja, alles hier und geil. Ich habe ja schon eine Schusswaffe in der Hand. Krass. Ja, achso, Micha, du bist da oben drin, oder? Ich bin noch im Haus, ja. Schmeißt dir mal Zeug zu, du kannst es am besten einordnen. Ja, du kannst bis jetzt selber nur in die Kisten reintun, weil wir haben noch kein ordentliches Lagersystem. Pack ich alles in die mittlere Kiste, die direkt am Wegrand steht. Kein Problem, wir sind erst noch hier dabei beim Machen. Ich gehe jetzt mal gleich auf Beutezug als für Holz. Ja. Eine Beutezugsmission. Als Beutezugsmission. Genau, Feuersteine, Redstone habe ich 7 Stück mitgebracht. 10 Kürbisse, 6 Kaktus. Das ist Fleisch, okay. Bring Sand mit, ja. Bring Sand mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay. Wasserstein mitgebracht. Fichtenholz, das ist meins. Holz bring ich dann mal gleich mit. Bring dann mal Holz holen. Ja, das mache ich jetzt, da habe ich jetzt gerade. So, okay. Dies, Pflastersteine weg. Ein Stack Pflastersteine reicht, das habe ich. Kohle. Ich tue jetzt mal ein bisschen Fleisch brutzeln. Ja, oben in der Küche. Ja, und da haben wir da oben auch eine Kiste für Kohle? Nein, die Kistenkohle ist unten, aber im Ofen oben in der Küche ist Kohle drin. Ja. Bringt mal geschwind einer Knochen mit. Da müssten irgendwo eine Kiste sein. Ja, oder ich. Habe ich eben, glaube ich, ein oder zwei reingeschmissen. Okay, ich hol schon. Ja. Braucht auch schon mal Platz für ein späteres Netherportal, ne? Ja, vor allem mit Tür und so Zeug. Ja, Micha, ich habe gerade aus dem Ofen die 5 Fleisch rausgeklaut, aber dafür habe ich gerade wieder 12 reingeschmissen und habe nochmal 13 Schweinefleisch auch nochmal. Ja, kein Problem. Aber hey, beim ersten Mal haben wir einen Hund. Cool. Hey. Vielleicht finde ich nochmal einen. Ich nehme trotzdem mal noch welche mit. Extra. Wir brauchen aber mehr Öfen für die Küche. Ja, ja, da kommt nur. Die müssen wir auch noch ausbauen. Ah, Spinne. Spinne? Ja, die fällt mich hier gerade an. Pfui, Spinne. So, weg. Ja gut. Ich lasse die oben mal kurz brutzeln, die Steaks. Was brutzelt da? Stein, okay. Dann brutzel ich mal hier. Da ist auch Stein drin, oder? Also wie grimmig der Hund guckt bei dem Texture Pack. So heftig? Ja. Shadow, guck mal. Was? Der Hund. Wie grimmig. Oh. So. Wie grimmig der guckt. Jan, hey Hund. Guck mich an. Böse. Ich setz den mal da hinten in die Ofenecke, da kann er dann grimmig ins Eck schauen. Ja. So. So, auf zum fröhlichen Hacken. Hier liegt überall Stein drinne. Der hat das da fertig gebrutzelt und nicht rausgenommen. Fürs Haus ist nebenbei so mal. Ja. Ihm. Brutzelt man einen Ofen jetzt Fleisch. Da oben in der anderen Küche ist noch was anderes drin. Das kann ich ja gerade nicht reinmachen, weil da nur ein Ofen ist. Leider. Natürlich wieder keiner hier mitgedacht hat. Bis jetzt hat einer gereicht. Ja, bis jetzt. Bla. Was geht's überhaupt? Ofen in der Küche. Achso, ich war noch nicht in der Küche. Wir haben nur einen Ofen da oben. Ein bisschen wenig, aber. Wir haben unten genügend, nimm da was mit. Ja, aber wenn wir da unten schon für Steine oder sonst was machen, dann ist es auch ein bisschen blöd, da noch Fleisch reinzupacken. Aber nur sicher gerade, weil ja nichts anderes da ist. Voila. Einigermaßen geplant. Ne? Das bisschen Optik sollte ja da drin sein. Nicht nur nutzen. Wow, wer macht denn sowas? Was denn? Da ist ein Loch vor einem Baum, wo ich gerade wollte, und da ist einfach ein Loch im Boden. Ah, schön.
Irgendwas von Mies habe ich auch schon gehabt. Das war nicht von mir, wo ich mal gern gemerkt habe. Ah. Ja, diesmal bin ich unschuldig. Ah. Hättest du dir zugetraut. Ja. Ja, deswegen sage ich diesmal vielleicht nicht. Diesmal? Pass auf, jetzt sind unsere Betten untergraben. Naja. Ans Bett ging Boom. Ja. Für TNT. Trittschalter haben wir ja für unsere Türen. Und ist jetzt unterbauert mit TNT. Wäre voll mies. Kommst schon? Du rein, kannst du durch die Repeater und Zeitverzögerung reinsetzen? Du hörst bloß nur, wenn du schlafen gehst. Psst. Oh, scheiße. Entweder ein Creeper oder der Goa. Beide gleich scheiße. Oder du bist in deinem Zimmer und du schüttelst dir bloß ein Psst. Denkst dir, nein, bitte nicht. Wer von euch war's? 20 Creeper hinter dir. Okay, ich habe genug Fleisch und ich habe mal 13 Steaks gerade. Okay. 8, was sind das? Gekochtes Schweinefleisch habe ich mal mit für mich. Ja, ich bringe hier auch gerade wieder Schweinefleisch und ein bisschen, Oh, hier ist noch ungebratenes Zeug drin. Das rohe, das mache ich gleich mal hier braten, ja. Jupp. Also, hat das Ding nicht gestackt hier gerade? Alter, drinnen sind gerade 36 Steaks und 12 Fleisch drin, also schon einiges. Boah. Krass, ich bringe nochmal einen Hund mit. Okay. Warte noch ein bisschen was so. Das ist fertig, die Zähne. Boah, Alter. Komm, Fifi, komm. Na, jetzt brauche ich nochmal um. Ja, ja, braver Hund. Aber wenn ich das eine brate, 37 Steaks und 22 Schweinefleisch. Und zwei Hähnchen. Warte, ich bring dir auch gleich nochmal was. Ja, ich gehe gleich eh wieder sammeln. Meistens mag ich schon erst in die Ruhe. Was, die rohen? Ja. Muss ich den wieder rausnehmen. Weil ich brate die gerade alle. Wir tun mal in einer Reihe die ganzen Fleischdinger rein. Mach die mal so mittig. Das Schöne an Minecraft ist ja, man kann sich jederzeit nochmal umentscheiden und umbauen. Ja. Ach so. Und da machen die Melonen hin, so. Ja, genug Truhen sind ja in der Küche schon da, das heißt, da ist auf jeden Fall Platz für später. Für Fleisch, für Bäume, für allem drum und dran. Was sind das für Kerne? Weizensamen. Achso, Kürbis haben wir ja, gell? Kürbis und Melonen haben wir jetzt, ja. Angepflanzt, oder? Ja, also Melonen, Kürbisse noch nicht, weil bis jetzt können wir Kürbisse nicht brauchen. Ja. Ja, wir können ja Kürbisse dann hier die Kürbiskuchen machen. Ja, zum Beispiel. Haben wir auch wieder was zum Futter. Hm. Gut, ich brutzel gerade das Steak, die drei Stück. Dann habe ich noch 5 rohes Schweinefleisch, was du mir gebracht hast. Schmeiß ich gleich danach ein. Jo. Und dann gehe ich eh wieder auf Erkundungstour draußen. So, nehmen wir die gleich mit. So, okay, das haben wir auch. Die schmeißen wir rein. Alter, fressen haben wir jetzt gerade echt viel. Also fast 40 Steaks haben wir. Ja, fast. Ich muss Eklos holen. Ja, kann ich machen. Wir haben echt genug gerade. Vielleicht nehme ich auch ein bisschen mehr gekochtes Schweinefleisch mit. Am besten nehme ich mal Zähne mit. Genau, ich nehme... Ups, das Fleisch füllt immer recht schnell auf. Also wenn wir... Ich habe auch 3 dabei, das reicht. Ich habe noch 2 roh in der Hand. Na, ja, roh, bla. Ich mache ja, hier gerade Angelsimulator 2014. Was ist ein Simulator? Angelsimulator 2014. Oh, hast du für mich auch mal eine Angel? Ich würde auch gerne mal angeln. Leider nicht, nein, ich habe nur eine gemacht gerade. Wir haben doch, glaube ich, Spinnenweben, oder? Einige? Ja, ja, in der Kiste von uns an unserem Schlafzimmerwand. Okay. Ups, so zu viel. So, wir haben jetzt 39 Steaks und 26 Schweinefleisch und 3 Hähnchen. Okay. Also es reicht erstmal ein bisschen. Ja, ich fange das Portal, wird nachher nur von außen begehbar, oder? Ja, ich würde es mit Tür machen, auf jeden Fall eingeschlossen irgendwo. Ja klar, aber nur von außen begehbar, oder? Ja, ja, reicht. Nicht vom Haus selber. Nee, würde ich abgrenzen lassen.
Genau. So wie wir es auch vorgestellt. Weil ich sehe nämlich hier an unserem Haus, wo ich jetzt gerade stehe, sehe ich nämlich den Dschungel und da möchte ich nämlich gleich mal hin. Deswegen auch den Fisch. So, ich habe meine Angel gemacht. Es wird schon wieder dunkel hier. Muss auch mal ein Stück von dem Berg hier weichen. Beim Angelsimulator 2014. Hingehen, oder? Wir können dir ja einen Hochsitz machen. Nee, das geht so. Das Ein ist Angelsitz. alles einwandfrei. Ich hab. Sollen wir schlafen gehen erstmal schnell? Ja, gleich. Ich bin gleich da. Okay, dann würde ich sagen, ich gehe schon mal in mein Zimmer. Momentum, ich bin gleich da. Eigentlich theoretisch brauche ich ja gar keine Karte, die kann ich eigentlich in eine Truhe packen. Ja, aber ich meine auch. Kompass und Karte in der Truhe. Sehe gerade, ich habe voll viel Zeug noch in meiner Truhe. Stimmt, das habe ich einmal reingeschmissen. Alter, was habe ich da? Zwei Knochen, sieben Augen von Spinnen, 14 Seile, das ist ein. So, Wurmgefleisch. Oben in Küche. Erste Truhe neben dem Kamin. Eben Kamin. Ja, Dingens hier. Glaube ich auch noch. Boah. Ah. Hoppala. Toll, da hätte ich ja Redstone drin gehabt, Alter. Fleisch nehme ich mal mit. Oder packe ich mal da rein. Eisenerz nehme ich mal raus. Vier Fische, ja, lecker. Cool. Vier Fische auf Tasche, das muss schmecken. Ein Sattel ist bei mir auch noch dran. So. So, ich sag mal. Können wir uns reinlegen, oder? Jupp. Okay. Was sagt die Zeit? 12 haben wir noch. Achso. Ja. Eisenerz bei euch. Wo packen wir die Eisen ran? Auch erstmal in die Kiste, die eine Nee, da hin. oben in der Oben. Kohle. Bei der Kohle, ja. Bei der Kohle? Über den Kamin. Stein mit. Ach da. Also ich Apropos, dann brauche ich ein bisschen gleich mal zwei Eisentüren. Nee. Sollen wir für die Haupteingangstür auch gleich Eisentüren bauen? Ja, würde ich sagen. Bleibt ja jetzt auf fix die Tür, deswegen können wir da ruhig. So. Dann brauche ich gleich mal ein paar Eisentüren. Ich pack mal in den Ofen schnell ein bisschen Eisen rein, gell? Das heißt, wir brauchen insgesamt zwei, vier. Für das Portal eine Doppeltür oder einfache Tür? Doppeltür. Ich würde es, weil das Portal ist ja auch zwei breit, würde ich, damit es symmetrisch ist. Alles klar. Okay, Leute, ich habe mal 12 Eisenbahnen so mit, aber in dem, welches ist das? Der zweite, also der unter der Truhe direkt, mal 40 Eisenerz reingepackt. Die brutzeln jetzt gerade durch. Okay. Krass. Ja, die hatte ich vom letzten Mal. Die hatte ich da alle gelagert gehabt und da hatten wir ja die Folge beendet. Habe ich ganz vergessen. Okay. Hatte ich noch drin gehabt. Oh, warte mal. Apropos. Ich habe ja noch 6 Schweinefleisch. Rohes. Muss ich auch Dann noch. funktioniert es aber mit unserem Garten nicht, ne? Da ist eine Tür. Wie meint? Wie willst du sonst wieder da reinkommen? Ach so, stimmt. So, ich habe in der Küche 6-mal rohes Schweinefleisch reingepackt. Ne, in der Küche oben würde ich Dingens lassen, den Holztüren, weil das wird nachher alles ausgeleuchtet, da wird dann auch nichts spawnen. Also, wenn es fertig ist, tut das raus, oder? Ja, normalerweise, ja. Gut, gut. So, ich guck mal, welche Ecke ich kann. Okay, ich laufe mal in die Ecke, wo ich noch gar nichts habe hier. Noch nichts erkundet. Geronimo, da oben sind zwei Schweine, die gehören gleich mir. Ich glaube, ich hätte ein Schwert mitnehmen sollen. Naja, ist egal. Ja, muss mit dem Glas schlichtweg nicht funktionieren. Ist alles voll mit Schweinen und so. Die sind Der überall. Hammer, oder? Viele Tiere hier sind in der Edition hier. Im Gegensatz zur PS3-Edition ist es echt lachhaft viel. Gut, die Rechenleistung von der Blaze 4 hat natürlich auch ein klein bisschen mehr. Hast du eine Idee, wie wir es alternativ hier oben machen könnten? Wie meinst du was? Bevor wir jetzt hier alles rum und umreißen. Kann ich gerade nicht sagen, ich bin nicht da, ich sehe es nicht. Deine Glastür. Ach, oben in der Küche. Wo rausführt, ja. Willst du nicht so lassen? Müsst du dann Holztüren lassen, dann halt, ja. Ja, der dich so lasse. Oh! Was? Alter, wenn ihr in den Dschungel geht, da ist ein riesen Krater, der absolut nach unten führt. Absolut nach unten? Absolut nach. Ja, nach oben wäre doof, aber. Alter! Das absolute unten.
absolute Unten. Genau, ich tue also, wie gesagt, oh, hier geht's überall runter, ey. Das sind überall Löcher, Alter. Hier läufst du rum, hier sind überall Löcher. Komplett die ganze. Dieses ganze Biom ist nur Schweizer Käse. Krass. Ja, ohne Scheiß, Alter. Jeder Ecke ist hier eine Höhle nach unten. Aber der Dschungel sieht sehr nice aus. Boah, Alter. Ja, ich schlachte hier gerade viele Viecher. Also zu fressen werden wir keine Probleme haben. Weil hier überall welche sind. Ja, ich werde in den nächsten paar Parts werde ich auch die Erntemaschine wieder versuchen anzufangen. Versuchen? Dann, ja, die ist nicht immer ganz einfach. Auf jeden Fall bei Melonen würde es am meisten bringen, glaube ich. Ja, Getreide so, und Melonen auf jeden Fall. Schalter hin. Super, ja, geil. Lass die Schalter einfach weg. Braucht kein Mensch. Genau. Bring auch gleich Kakao mit. Wie soll ich einen Kakao mitbringen? Ich bringe Kakao mit. Dann ist okay. Oh, hier geht's schon wieder. Ich wurde irgendwie verschluckt. Und drei neue Hunde. Drei neue Hunde? Hast du das drei Hunde gleich gekriegt? Ja. Schön. Plus die zwei in unserem Haus sind wir bei fünf. Das heißt, ich habe auch schon die Trophäe Alpha Wolf. Hat funktioniert? Auch nicht schlecht. Ja. Braucht auf der Ding-Edition nicht so. Genau, auf der 3er hat es länger gebraucht. Ja. Braucht es, glaube ich, mehr als fünf, oder? Nee, da waren es auch fünf. Du warst schon im Dschungel? Ich bin gerade im Dschungel. Okay, ich schwimme hier gerade auch in Richtung Dschungel. Ist also ein anderer. Ja, vielleicht sind wir im gleichen, ich weiß es nicht. Okay, ich glaube, hier ist ein anderer. Weil das ist direkt neben dem Schneebiom hier. Ja, ich bin auch irgendwie an dem Schneebiom. Ja, aber du bist, glaube ich, laut Karte ein bisschen woanders. Welcher Punkt bist du? Der Weiße, oder? Ah, doch. Ja, du bist auch da. Ich bin weiß. Okay. Ja, dann schwimme ich doch Richtung Wasser ein bisschen weiter rüber. Mal gucken, ob ich was finde. Oh ja, da hinten baut sich was auf. Ah, das geht auch noch mit zum Dschungel. Egal, ich schwimme mal in die Richtung. Kann ich mal gucken, Ausschau halten. Vielleicht finde ich ein paar Katzen, dann sag ich mir Bescheid, dann komme ich rum. Okay. Ja gut, dann schwimme ich hier Richtung Dschungel. Am Rand vom Dschungel hier ist viel Sand. Ja, da ist Wüste wieder. Ich glaube, das zählt nicht als Wüste, das ist eher Strand. Das ist, glaube ich, eher Strand. Ich würde aber eher gerne mal wieder Pilzkuhland entdecken. Ja, aber ich glaube, das ist ja, glaube ich, nur immer ein Biom davon. Und sowas ist selten. Also in meiner Privatwelt habe ich eine richtig geile Pilzkuhland-Insel entdeckt. Echt? Ja. Ja, okay. War es immer so eine Mini-Insel, ey. Diesmal waren es zwei, was ich entdeckt habe. Korax, du hast ja doch gesehen. Ja, ich erinnere mich nur schwach. Wach. Wach. Das ist sehr schwach von dir. Tut mir leid. Das ist sehr schwach. Ich bin schwach. Oh Gott, wenn das die Hunde sehen würden, würden sie mich töten. So. Tötet ihn! Tötet ihn! Ich klopf hier Holz mit Knochen ab. Tötet ihn! Knochen, Hapapa! Hapa Hapa von Papa Nappa. Papa? Papa Nappa. Nee, Nappa ist hier nicht da. Wir spielen hier nicht Dragon Ball. Ich weiß. So, ich bin jetzt im Dschungel angekommen fast. Ich schwimme immer noch ein bisschen hier. Geh mir mal Kies holen. Swimming. Geh mal Kies holen, Kies holen. Bring Sand mit. Okay. Oh, hier geht eine Höhle. Unterm Dschungel ist direkt eine Höhle runter. Okay. Nein. Definitiv nein. Shadow, wie weit bist du von mir weg? Boah. Ewig? Keine Ahnung. Echt? Ja, ich bin irgendwo unter dir. Ah, okay. Sonst hätte ich gesagt, komm schon mal rum, zeige ich dir die Mega-Mörderhöhle. Nö, hier ging es auch gerade runter. Was ist das? Soll das ein Pilz sein? Ja, ich glaube schon. Pilze sehen ja auch anders aus hier. Anstatt ein so ein Pilz sind so vier klein oder so. Naja. Voll schlecht. Pfifferlinge! So. Aber hier ist Ende. Hier ist auf jeden Fall extrem viel Wasser da. In der Richtung. Ich sollte aber vielleicht echt mal übers Wasser rüberschwimmen. Ob ich zur nächsten Insel komme. Wenn du Holz dabei hast, kannst du dir ein Boot bauen. Dann gehst du ein bisschen schneller. Nee, hab ich nicht. Oder? Ja, ich hab Holz dabei.
Das ist gerade die Frage. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich habe ja... Jetzt haben wir ein paar Druckplatten direkt vor unsere Türen. Okay. Ja, dass die anderen auch rein können, klar. So, ich... Nee, und zwar stecke ich mich mal wieder hoch. Willst du keine Druckplatte, Lobby? Vor der Haustür. Vor der Schlafzimmertür. Ach da, selbst da würde ich keine setzen. Okay. Gut, falls dann wirklich was reinkommt, dass das... Das ist genau das. Lass mal was in der Wohnung sein und dann haben wir es in der Schlafzimmer. Ja, ja. Gut. Hast du ja ausnahmsweise auch mal recht. So, ich hab mich jetzt mal extrem hochgesteckt. Ich bring Haustiere mit. Okay. Eine ganze Horde. Oh ja, komm, ich seh's hier ein Hündchen. Kommt, Hundis, hier. Nochmal. Ey, ich muss mal mein Inventar lernen, das ist so voll. Guck mal, Thorax, wir haben noch ein paar Hunde. Ja, warte mal, das muss weg, das muss weg. Das nehme ich mit. Ja. Ja? Ich glaube, zwei Blöcke über mir sind die Wolken. Geil. Ich hab hochgesteckt, aber der baut gerade am Horizont hier das Dings nicht auf. Also, dass hier es weitergeht. Da hinten baut er nichts mehr auf. Ah, doch, jetzt. Macht aber extrem langsam. Ja, ich tu mal ein bisschen hier so Karte aufdecken. Ah, jetzt macht das ein bisschen schneller. Oder? Naja, ab und an. Guck mal in die Richtung. Oh, der Mund geht auf. Das kann auch noch weg. Das kommt in den Ofen. Ah. Dunkel. Ich habe viel zu viel Zeug dabei. Wobei sich ja einiges gleich wieder verschwinden wird. Naja, das ist immer so ein Kommen und Gehen. Darauf sollte ich vielleicht auch langsam noch mal eine machen. Wollen wir uns denn pennen legen, oder? Wird schon dunkel, oder was? Ich hab einen Blumentopf bekommen. Hey, cool. Mal wieder runter. Arbeiten. Was sagt die Zeit? 23. Okay. Ich arbeite mich hier gerade mal wieder runter, weil es dauert ein bisschen zu lange zum Aufbauen. Sind noch irgendwo Stöcke? Ja, ich hab dabei. Brauchst du welche? A für Werkzeug, B Fackeln habe ich keine mehr. Ja, hier. Wunderbar. Ich hab immer eigentlich Holz mit dabei, ein paar Bretter. Reicht mir immer für Stöcke und alles mögliche. Also wie es hier wuselt. Von Hunden, ja. Ist komisch, ha? Ich weiß gar nicht, woher die alle kommen. Keine Ahnung. Irgend so ein Depp halt. Ja, irgend so ein Assi hat das wieder gemacht. So. Ich bin unten. So. Leg mein Bett hin. Schlafen. So, leget euch schlafen. Ja, gleich. Sei müde. Du. So, das kommt weg. Korax. Ja, brrr. Heute noch. Sind gleich soweit. Ich lieg schon. Das ist schön für dich. Ach, Timmel. Ah, die Kohle muss noch weg. Schieb den Hund. Denn sonst tauchen hier Zombies auf. Bei dir? Ja, ich bin hier gerade draußen. Den gibt's mal. Warum bist du draußen? Ja, weil ich hier die Gegend erkunde, deswegen. Komm, gib mal Gas jetzt. Wie er es verdient hat, ja? Korax. Sag mal, Korax. Ja? Wie kommt man denn hier rein? Ah, danke. Ihr habt Absicht gewartet. Ich wollte gerade ins Schlafzimmer, aber ohne Schalter geht das nicht. Ach so. Gut, dann haben wir geschlafen und... Na gut, dann erkunde ich halt den Dschungel ein bisschen noch hier. Das ist ohne zu schwimmen. Oh, hier liegt ein Apfel.
Apfel. Aua! Was greift mich da an? Ach so, ein Skelett. Du lebst noch unterm Baum hier. Aua, verreck. Mein eines Schwert ist kaputt. Oh. Ist es denn da drin? Ja. Komm Hund. Da hat ein Skelett überlebt hier im Dschungel, weil es Schatten ist. Das ist blöd. Die dürfen nicht überleben. Die müssen sterben, das sind Skelette. Hä? Das war ich gerade, ich wollte gucken, was du da machst. Kann man eigentlich einen Apfelbaum züchten, Digga? Oh. So. Rechts! Links! Micha. Rechts! Ja, bitte. Guck mal. Ja. Er ist wieder da. Nicht ganz durchgehen, einfach nur mal. Was fällt dir auf? Nicht laut sagen. Ja, ich weiß. Was? Wird eine Überraschung. Die Hunde wieder. Ich richte gerade die Hunde ab. Siehst du eigentlich die Hunde, wenn ich das Fleisch raustue, wie sie ihren Kopf neigen? Ja. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Er ist wieder rechts. Da. Er ist wieder da. Er war nie weg. Oh Gott. Ich höre. Töte mich. Was? Jetzt geht das schon wieder los. Ja. Du wolltest wissen, wenn Ocelots sind. Ja. Hier ist einer bei mir. Ich bin auf dem Weg. Ich hoffe, du bist nicht zu weit weg. Darauf würde ich mich nicht setzen. Warte, ich hol mal meine Karte. Gar nicht. Was? So, hübsche Karte. Ganz gut. Ach du. Ganz unten angekommen. Ja, ich guck mal, dass ich mich auf den Weg mache. Guck mal, dass der Ocelot mich abhaut. Der läuft hier rundherum halt. Ja, ich bin auf dem Weg zu dir. Ich hab auf jeden Fall hier eine Nähe. Ich tu dir weiter mal ein bisschen angeln. Ich hätte mal was futtern. Ich hätte mal wieder vielleicht ein Schwert mitnehmen sollen. Ach ja, immer dieses Leid mit diesen Schwertern. Den Boden mach ich jetzt nicht. So viel Material habe ich nicht dabei. Alter, dieses Riesenloch da, das ist so übelst. Bring Fisch mit. Ja, ich hab Fisch dabei. Ich hab auch so Fisch. Was nervt ist ein bisschen die Anzeige, wenn du ganz da unten bist, ich sehe eigentlich nicht dich, weil die Anzeige im Weg ist. Das war aber auf der PS3 auch schon. Ja, aber das ist trotzdem etwas nervig. Aber glaube ich auch. Ja, aber wenn das ausschaltet, dann sehe ich ja gar nichts mehr. Man kann es eigentlich einem gar nicht recht machen. Du gerade derweil ein bisschen angeln, bis du hier bist. Oh ja. Dauert ja nicht lang. Na, bis jetzt habe ich schon 2 Fische gefangen. Der ist mir vom Haken geholt. Dumm gelaufen, ne? Mhm. Ach, ich will entspannen. Angelsimulator 2014. Da, 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 da. Quiet, please. Du, du. Du, 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 du. Und hopp, ist der Angler weg. Hoppala, weg ist er. Für den weißen Hai. Der türkisene Hai. Ich war immer noch nicht auf dem PC online, weil es gibt ja, ist ja die 1.8 draußen und da muss es ja jetzt Meeresungeheuer geben. Ja, da hab ich ausgelesen. Cool. Auch mit Unterwasser, Gebieten, also so wie jetzt im Dschungel, dann gibt's ja die Wüstenstadt und dann muss es jetzt unter Wasser ja auch noch was geben. Nur dann kannst du nicht erkunden, weil du nicht unter Wasser bleiben kannst. Vielleicht gibt's jetzt endlich Tauchanzüge oder sowas. Oder da ist einfach Luft. Weißt du, wie so eine Schleuse. Kann sein, ne? Ja gut, wenn es eine Stadt ist, dann wird's ja aus irgendwas bestehen. Wird ja nicht auch eine Stadt aus Wasser sein. Sind bin ich jetzt endlich da bei dir? Weiß ich nicht. Seh dich auch nicht. Einfach Richtung Punkt halt. Ja, Punkt. Punkt auf der Karte, den man jetzt einfach nicht mehr sieht. Ach, da hinten ist was Rotes. Ich glaube, ich sehe dich. Was Rotes?
so. Was Rotes? Alter, ist der Dschungel übel. Ja, da bin ich gerade. Hallo. Wo ist Ocelot? Hier, in die Richtung. Da lang. Da lang. Da lang. Da oben war er vorne. Brauchst du Fisch? Ich hab noch ein paar. Ne, ich hab 4 dabei, aber wenn du noch ein bisschen hast, kannst du gern weitergeben. 5 dabei, warte mal. Ah, falsche Taste jetzt. Da, bitteschön. Dankeschön. Jetzt hast du genug. Alles klar. Da oben rumlaufen. Vorhin war er nämlich hier direkt gestanden, wo ich gerade war, und dann ist er hier lang gelaufen. Ja, ich bin mal auf der Suche. Ja, der muss auf jeden Fall hier sein. Definitiv irgendwo. Guck auch mal ein bisschen, ob ich ihn vielleicht sehen kann gerade. Aber irgendwie gerade nicht so. Der wird wohl kaum geschwommen sein, oder? Wer weiß. Na, hier ist grad... Nur weil es im Real eine Katze ist, heißt das nicht, dass es im Dingens nicht macht, in Minecraft. Ja. Ja, aber... Ich weiß nicht, ob es großartig hier übers Wasser schwimmen will. Wie ich. Wer weiß. Guck mal ein bisschen rum, ich suche auch mal mit. Wenn ich es finde, sage ich dir Bescheid. Okay. Ich war auf jeden Fall vorher noch da, wo du auf dem Weg warst. Also hier ist auf jeden Fall irgendwo ein gewesen. Da wird. Bewegt sich da was? Nö. Patzi! Miet, wir haben Fischi. Ja, kommst du. Lecker essen. Happa, happa. Happa, happa. Papa Nappa. So, Platzkuchen. Nein, böse Meats. So, jetzt muss ich da noch rüberbasteln. Oh, da, ich weiß nicht, irgendwas ist da gestorben, weil da liegt ein Boppel. Ein Boppel? Schafsboppel? Nee, hier so ein leuchtender Erfahrungsball. Okay. Ist gedacht, du sagst ein grüner Bobbel. Nein. Grünes Schafbobbel. Kein Schleim. Ja, wäre cool gewesen. Ja, hätte ich schon gekillt dann. Ja, vor allem im Dschungel wäre es seltsam gewesen. Normalerweise sollten sie ja. Machen wir eine Steindecke? Das? Ja. Bei was? Ja. Bei unserem Wohnung decken? Ja, der wird Bettung machen. Also, ich weiß wegen den Schichten. Ja, mach Bettung. Beton. Beton. Also ich sehe bis jetzt noch nichts hier. Ist ein Steinwand. Wo ist denn dieses scheiß Katzenvieh? So weit kann es doch nicht weg sein, oder? Oder ist es despawned? Das kann durchaus möglich sein, dass es despawned ist. Also. Egal, aber auf jeden Fall in dem Gebiet waren die. Also kannst du hier in der auf die Suche gehen mal. Ich bin hier gerade im Dschungel. Ja, wirst du bestimmt irgendwo was finden. Da ist ein Setzling. Da ist noch ein. Wieso sind hier Setzlinge? Wer hat hier was abgeholzt? War bei mir auch vorhin. Da ist ein. Irgendwo. Da sitzt ein Schwein auf dem Baum. Mhm. Schweinebaum. Ja. Wer es noch nicht wusste, Schweine wachsen auf Bäumen. Ach so, wer es noch nicht wusste, wir sollten einen Cut setzen. Oh. Du bist so weit? Ja, 34. Da ein paar Vieh. Schauen. Unten. Was? Vorne ist eine Katze. Ja, jetzt bist du natürlich wieder am Arsch der Welt. Aber ich hab's im Auge. Okay, ich komm rum. Aua. Aua. Wenn die Katze hast, dann können wir ja einen Cut machen. Genau. Genau, kannst du ja Catching Cat nennen oder so aus der Folge. Ja. Abhauen, die rennt da gerade hoch. Warte mal, ich verfolg die gerade. Ja, nicht zu arg verfolgen, weil sonst verscheuchst du. Verfolge dir. Wo ist sie jetzt hin? Wo ist sie hin? Sehe sie nicht. Jetzt ist sie wieder weg. Wo ist sie? Miet. Brave Miet. Wo bist du? Miet. Böse die innere Miet. Deckenhöhe ist das, was da oben gerade noch so rumstrackt, wie bei uns über den Türen, oder? Ja. Okay. Da ist Katze. Ist so hoch, muss ich sitzen. Aber in dieses
Gestrüpp von Riesenbäumen hier langgelaufen, weißt du? Hier ist eh übel. Ich glaube, ich sollte mal mit dem Feuerzeug hier rumspielen. Aber ich glaube, ihr wollt den Cut setzen, hieß es gerade. Ich finde hier bloß nie wieder zurück. Scheiße, ich hätte ein Feuerzeug mitnehmen sollen. Ja. Katze ist keine Ahnung wo, irgendwo zwischen den Bäumen hier. Es wird eh gerade dunkel, ich verziehe mich gerade ein bisschen an die Küste, dass ich ein bisschen übersichtlich habe und dann setzt man einen Break. Also ich sitze hier auf dem Baum, ganz sicher. Ja, ich auch. Besser ist. Okay, würde ich sagen. Moment. Armensicherheit. Wie blöd. Blöd. Ja, doof, doof. Blöd, blöd, blöd. Okay. Alles klar. Dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.